Wir sind an dem Stück jetzt schon ein halbes Jahr so ungefähr, seit halt die ursprüngliche Idee von der Jutta kam. Ich heiße Jutta Golitsch und ich führe Regie beim Stück Eiszeit. Hallo, ich bin Maxi Knack und ich spiele die Rolle des Philipp. Hallo, ich bin Benjamin Hartmann und ich spiele die Rolle des Volker. Hallo, ich bin Niklas Merz und spiele die Rolle des Matthias. Hallo, ich bin Jenny Gantler und ich spiele die Rolle des Joshua und des Björns. Was siehst du, Joshua? Nichts und du, dasselbe wie du! Wir sind hier im Jungen Kunsthaus in Bad Saulgau. Wir haben circa 6 Monate an diesem Stück gearbeitet. Ich habe den Jungs die Vorgabe gemacht, dass wir einen außergewöhnlichen Schauplatz suchen und erarbeitet haben die Jungs das Stück. Die ursprüngliche Idee kam von unserer Lehrerin Jutta Golitsch und dann haben wir halt selber die Stellen durch Improvisation mehrmals dann halt gemacht. Sie hat es dann in Text umgefasst und dann haben wir halt immer Neues dazu gefunden, wenn uns eine Idee gekommen ist, dann hat sie es reingeschrieben. Und so ist das Stück dann halt immer weiter entstanden. Erst Joshua und wir ziehen zuerst ihn und dann dich hoch, okay? Es gab dann so eine Phase, wo wir alle dachten, dass dieses Projekt vielleicht gar nie verwirklicht werden kann. Aber so jetzt in den letzten 8, 9 Wochen, ja, da hat es so richtig Zug bekommen wieder und ja, siehe da. So, du gehst majestätisch hierher und fest, so, du stehst hier und dann schreist du hier: Philipp, Joshua, aufstehen, wir gehen. Also du stehst hier, du musst nicht aufmachen, das hören die da drin. Sag mal, was hat dich denn gebissen? Matthias, was schreit der hier so rum? Als Theaterpädagoge ist natürlich für mich in erster Linie wichtig, dass die Kinder hier eine Möglichkeit haben, ihre Kreativität auszuleben. Das heißt, ich suche nicht ein Stück und besetze dann die Rollen, sondern die Kinder entwickeln selber ein Stück, entwickeln Figuren, ja. Die arbeitet ganz viel an ihrer eigenen Persönlichkeit. Und in diesem Stück war mir wichtig der Gruppenprozess. Das Stück spiegelt eigentlich inhaltlich den Gruppenprozess, den die 4 Jungs hier durchgemacht haben. Das war nicht von Anfang an eine harmonische Gruppe. Volker, du bleibst! Außergewöhnlich hier ist, dass es 4 Jungs sind, die sich da zusammengefunden haben und Theater machen und es nicht uncool finden, im Gegenteil, also die auch ihre sportlichen Seiten hier einbringen und ja, ihre anderen kreativen Seiten. So wenn der Zeit macht, so crazy people spiele schon Spaß. Also in dem Stück geht es darum, dass 4 Leute, die unterschiedlicher sein könnten, zusammen auf den Berg wollen. Und dann kommt es aber immer wieder zu Komplikationen, doch zum Schluss bildet sie dann aber das perfekte Team. Ist ja super, dass Jutta sich so viel für uns einsetzt, obwohl sie das im Prinzip gar nicht müsste. Sie macht ja alles für uns, sie bringt das alles her, sie organisiert das alles, das mit dem Bühnenbild, Lichter, einfach alles, sie backt für uns Muffins. Toi, toi, toi.